In dieser dritten Folge zur Geschichte Ägyptens wird es mal richtig brutal und ekelhaft, wenn es um die erste Dynastie geht, aber dazu kommen wir später. Ich habe jetzt vorweg, bevor es hier losgeht, zwei kurze Infos. Und zwar erstens hoffe ich, dass sich die Tonqualität mit diesem Video auf meinem Kanal deutlich verbessern wird. Ich habe mir nämlich ein Mikrofon zugelegt. Und zweitens hatte ich noch eine Idee. Und zwar, damit das Ganze hier übersichtlicher wird, möchte ich eine kleine Zeitleiste einführen, an der ihr immer im neuen Video sehen könnt, was wir bisher schon abgearbeitet haben und wo wir uns zeitlich ungefähr befinden. Betonung liegt auf ungefähr. Diese Zahlen hier sind nicht belegt, sondern einfach nur ungefähre Richtwerte der jeweiligen Ereignisse. Ich habe im letzten Video einen Aspekt, der für die Staatsgründung eine große Rolle spielt, voll vergessen. Und zwar ist es die Frage nach dem System des Staates, die sich natürlich stellt. Die Antwort ist auf Ägypten bezogen halt so selbstverständlich und eindeutig, dass ich ganz vergessen habe, darauf einzugehen. Natürlich handelt es sich bei Ägypten um eine absolutistische Monarchie. Das heißt, vielleicht kurz nochmal ein Exkurs zur Stellung des Königs in Ägypten. Der ägyptische König oder später der Pharao ist unangefochtener Herrscher, unangefochtener Anführer des Landes. In Ägypten ist überhaupt keine Opposition denkbar oder erlaubt. Das hängt damit zusammen, dass der König Ägyptens eine Verkörperung des Gottes Horus auf Erden darstellt. Diese Beziehung zwischen König von Ägypten und den Göttern wird sich im Laufe der Zeit, wie wir noch sehen werden, immer mal wieder ändern. Aber für die erste Dynastie gilt, dass die Könige sich als Verkörperung des Gottes Horus auf Erden sehen. Damit sind die Könige auch gleichzeitig die Wahrer der Schöpfung. Das bedeutet, dass wenn dem König etwas zustößt, dass dann auch die gesamte Schöpfung in Gefahr ist. Oder zumindest Teile, wie sich da nachher noch herausstellen wird. Länder außerhalb Ägyptens sind dann gleichzeitig die Mächte des Chaos und diese müssen von dem ägyptischen König unterdrückt und beherrscht werden. Um bei dem Volk einen guten Stand zu haben, haben die ägyptischen Könige gleich mehrere Methoden angewandt, auf die wir jetzt kurz eingehen wollen. Zum einen wurden während der ersten Dynastie zahlreiche Feste eingeführt und Traditionen weitergeführt, die für gemeinsame kulturelle Erlebnisse sorgen und zugleich auch die Präsenz des Königs beim Volk erhöhen. Man kann sich vorstellen, dass die meisten ägyptischen Bürger in ihrem Leben, was denke ich der Geografie Ägyptens auch geschuldet ist, den König wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen haben. Aber diese Feste bieten eben eine Möglichkeit, dass man den König vielleicht doch mal treffen konnte oder sehen konnte zumindest. Dann haben es die ägyptischen Könige auch verstanden, sich als Vereiner der beiden Länder zu präsentieren. Das gelingt vor allem durch die Doppelkrone, die ich im letzten Video schon erklärt habe. Ich blende sie aber trotzdem nochmal ein. Und auch durch die Titulatur des Königs. Dazu habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht. Ich erkläre das Ganze aber hier trotzdem nochmal. Wir schauen uns jetzt den Nepti-Namen der Könige einmal genauer an, der während der ersten Dynastie eingeführt wurde. Als Teil dieses Namens, hier auf einer Stele von Snofru, ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber ist jetzt nur zur Verdeutlichung hier. Als Teil dieses Namens können wir zwei Tiere erkennen, einen Geier rechts und eine Schlange links. Diese beiden Tiere stellen die Götter Nechbet und Wadjet dar, die jeweils Ober- und Unterägypten repräsentieren. Also damit haben wir mal wieder einen Dualismus. Ja. Nechbet wurde schon in der prädynastischen Zeit in der Stadt Necheb in Oberägypten verehrt, während Wadjet in Deb in Unterägypten verehrt wurde. Ja, wir können uns also vorstellen, dass das zwei lokale Kultzentren der prädynastischen Zeit gewesen sind und diese beiden lokalen Kulte
Vereinigt der König in seinem Nepti-Name und zeigt damit, dass er auf die jeweiligen regionalen Kulte der beiden Länder Bezug nimmt. Und zugleich werden diese regionalen Kulte auch zur nationalen Theologie. So, die Systemfrage und die Stellung des ägyptischen Königs hätten wir damit jetzt noch geklärt. Nochmal kurz zusammengefasst können wir sagen, dass Ägypten eine absolute Monarchie ist, mit einem König, der unangefochten ist. Und ja, weder an der Stellung des Königs in Ägypten noch am System selbst wird sich in den kommenden 2800 Jahren Geschichte etwas ändern. Sicher wird der eine oder andere König oder Pharao einflussreicher oder mächtiger sein als der andere, doch das politische System wird zumindest während dem Alten Reich, dem Mittleren Reich und dem Neuen Reich gleich bleiben. So, wir kommen jetzt endlich zu den Königen der ersten Dynastie und damit auch zum eigentlichen Thema dieses Videos. Wir werden die Könige der ersten Dynastie einfach mal Schritt für Schritt anhand der Königsliste Sethos des Ersten durchgehen. Da stehen nämlich alle 8 Könige der ersten Dynastie drin, die wir heute auch kennen. Ihr wisst schon aus dem letzten Video, dass es mit dem ersten König der ersten Dynastie, der ja gleichzeitig dann auch der Reichsgründer ist, dass es mit dem so eine Sache ist und dass man es leider nicht genau weiß, ob es sich jetzt um Menes handelt, um Aha oder um Narmer oder ob Menes vielleicht eine reine Fiktion ist oder ob Menes mit Narmer oder Aha gleichzusetzen ist, weiß man nicht. Von dem Palermo-Stein weiß man, dass Aha angeblich das Horusgeleit eingeführt haben soll. Zumindest ist es auf dem Palermo-Stein so vermerkt. Das Horusgeleit kann man sich als eine Art Reise durch das Land vorstellen, entlang des Nils natürlich, die der König mit seinem Gefolge macht. Diese Reise hat gleich mehrere Funktionen. Zum einen wird der König dadurch für das Volk greifbarer. Das zieht in dieselbe Richtung wie das mit den Festen, was ich schon gesagt hatte. Und zum anderen dient diese Reise auch einfach zur Steuereintreibung, zur Rechtsprechung bei Streitfragen und auch zur Kontrolle des Landes. Für die Zeit des Aha sind auch Expeditionen in den Libanon und nach Palästina belegt. Ich finde die Vorstellung ganz interessant, dass die Könige der ersten Dynastie vor 5000 Jahren circa schon so große Expeditionen unternommen haben, finde ich beeindruckend. Der zweite König der ersten Dynastie ist laut dieser Liste hier ein König namens Teti. Dieser Name ist allerdings nicht wirklich belegt. Und es gibt eine zeitgenössische Königsliste, die auf einem kleinen Tontäfelchen gefunden wurde und dort ist dieser Name, wird dieser Name nicht erwähnt. Das leitet manche Ägyptologen zu der Annahme, dass es sich bei Teti um einen anderen Namen für den König Aha handeln könnte. Allerdings sind das reine Spekulationen. Der dritte König ist Djer. Über ihn ist leider fast nichts bekannt, aber er ist durch mehrere Funde gut belegt, also zumindest der Name. Über den nächsten, Wadji, den vierten König, wissen wir schon etwas mehr. Interessant ist da vor allem seine Frau, die heißt Merit-Neit. Und ja, es gibt manche Ägyptologen, die glauben, dass es sein könnte, dass Merit-Neit eine Königin gewesen sein könnte von Ägypten. Belegt ist es nicht, aber wir gucken uns mal an, was Ägyptologen dazu verleitet zu glauben, dass es sich dabei um eine Herrscherin gehandelt haben könnte. Was ihr jetzt hier seht, ist eine Königsstele, die ganz typisch ist für die erste Dynastie. Hier die Königsstele des Ka, dem letzten von dem letzten König der ersten Dynastie. Ja, es gibt da mehrere Funde zu den Königen der ersten Dynastie, die eben so eine Stele besessen haben, auf der ihr Horusname steht. Und so eine königliche Stele gibt es auch von dieser Merit-Neit. Man weiß jetzt nicht, was der Grund ist, dafür ist. Es ist keine weitere königliche Stele aus dieser Zeit bekannt, die nicht einem König
gehört hat. Es kann jetzt natürlich zahlreiche Gründe geben. Meiner Meinung nach reicht das jetzt allein noch nicht aus als Beweis dafür, dass sie tatsächlich die erste oder möglicherweise die erste Frau ist, die Ägypten geleitet hat, von der man weiß. Ist ein bisschen dünn, die Beweislage. Es sind auch nur manche Ägyptologen, die das annehmen. Vielleicht gibt es ja in Zukunft hoffentlich noch einen Fund, der da mehr Aufschluss, ja, da ist mal wieder mein Lieblingswort, damit man eben mehr darüber erfahren kann, ja. Wir gehen weiter zu dem König Den. Ja, der König Den wird als Sohn des Wadschi gehandelt, allerdings ist das auch nicht gesichert. Dann hat man zu dem König Den kleine Elfenbeintäfelchen mit Hieroglyphen gefunden, die einen Sieg über den Osten dokumentieren. Das heißt, da muss es irgendeine Art Schlacht gegeben haben zwischen dem ägyptischen König und einem anderen Volk. Was genau damit gemeint ist, kann man leider heute nicht mehr rekonstruieren. Zur Zeit des Den haben wir auch den ersten Nachweis der Pschent. Das ist ein anderer Name oder die ägyptische Bezeichnung für die Doppelkrone. Das heißt, Den ist zumindest nach dem heutigen Stand der erste König, der diese Doppelkrone getragen hat. Und zur Zeit des Den hat auch die Unterteilung in einzelne Gaue von Ägypten stattgefunden. Bis zum Ende der Geschichte hat Ägypten insgesamt 42 unterschiedliche Gaue, die jeweils dann auch Lokalregierungen haben werden und jeweils auch Gaufürsten, die später auch noch eine Rolle spielen werden. Dann kommen wir zum nächsten König mit dem komplizierten Namen Aneb-Dib oder so. Er ist wiederum vielleicht ein Sohn von Den. Wenn immer, wenn ich vielleicht sage, dann handelt es sich um eine Spekulation. Und vielleicht der Vater von Ka, also dem letzten König der ersten Dynastie. Ja, Aneb-Dib ist auch möglicherweise der erste König, der einen Nebti-Namen getragen hat, so wie wir ihn heute kennen. Das habe ich euch vorher gezeigt mit Nechbet und Vajet im Titel. Der vorletzte König ist Semerchet. Sein Nebti-Name ist Hüter der beiden Herrinnen. Ja, also da ist genau die Rhetorik, die den König als Vereiner der beiden Länder darstellt, auf die ich schon mal zu sprechen gekommen bin. Ja, und der ägyptische Geschichtsschreiber Maneto sagt oder schreibt zu dem König Semerchet: Zu seiner Zeit hat es schreckliche Geschehnisse und großes Unglück gegeben. Ja, Maneto hat es nicht für nötig gehalten, da noch dazu zu schreiben, worum es sich da genau gehandelt hat. Das wäre natürlich sehr interessant gewesen, das zu wissen. Wahrscheinlich wusste er es selber nicht. Keine Ahnung, wo die Information herkommt. Man weiß da leider heute nicht, was damit gemeint ist. So, dann kommen wir zu Ka. Er ist der letzte König der ersten Dynastie. Und unter ihm ist zum ersten Mal das Amt des Chati belegt. Chati ist die ägyptische Bezeichnung für Wesir. Wesir ist einfach ein Beamtentitel. Der Wesir ist der höchste Beamte und untersteht direkt dem ägyptischen König. Ja, dann kurz noch zum Übergang der ersten Dynastie zur zweiten Dynastie. Es gibt da mehrere Namen von möglichen Königen, die noch belegt sind, die noch nicht belegt sind, sondern von denen es Funde gibt. Da wäre einmal Sneferka, ein König mit Namen Vogel und ein König, der Sechet heißt. Allerdings gibt es keine deutlichen Hinweise darauf, dass einer von denen als vollwertiger Herrscher geherrscht hat. Dass es dennoch diese Funde gibt mit diesen Namen, weist darauf hin, dass es da gewisse Thronwirren am Ende der ersten Dynastie gegeben haben könnte. Das wird in der Geschichte noch öfters vorkommen, dass dass die Übergänge zwischen den Dynastien nicht ganz glatt verlaufen. Ja, zum Ende der ersten Dynastie hat sich dann ein König mit Namen Hetepsechemui durchgesetzt, aber dazu kommen wir im nächsten Video genauer. Jetzt möchte ich aber noch
erzählen, was es sich mit meiner Ankündigung, dass es heute brutal und ekelhaft wird, was es damit auf sich hat. Wir sehen hier König Den, wie er mit erhobenem Arm dazu bereit ist, einen Feind Ägyptens mit einem Schlag auf den Kopf zu erledigen. Dieses Motiv kennen wir ja schon von der Nama-Palette und das Motiv wird sich durch die ganze Geschichte ziehen. Auf der Nama-Palette haben wir nochmal eine Steigerung der Brutalität. Wir sehen hier rechts im Bild Feinde Ägyptens, die allesamt enthauptet wurden und denen man den Kopf zwischen die Beine gelegt hat. Ziemlich brutale Methoden, die die alten Ägypter da angewandt haben. Und das Brutalste von allem, dazu komme ich jetzt, die ägyptischen Könige der ersten Dynastie haben eine Gemeinsamkeit, und zwar sind sie alle auf dem Königsfriedhof in Abydos begraben. Und man hat herausgefunden, dass die ganzen Könige der ersten Dynastie zahlreiche Nebenbegräbnisse hatten, wo Angestellte und Beamte aus dem Hof des Königs begraben worden sind. Und zwar zur gleichen Zeit, als wo jeweils der König gestorben ist. Das leitet zu der Annahme, dass wenn der ägyptische König der ersten Dynastie gestorben ist, dass dann auch gleich der komplette Hof des Königs mit abgeschlachtet wurde, mit begraben wurde, damit die Beamten und damit die ja, ganzen Diener des Königs ihm auch im Jenseits weiter dienen konnten. Diese Tradition ist ziemlich brutal und verstörend, wurde aber mit Beginn der zweiten Dynastie wieder abgeschafft. Man hat es dann nicht mehr gemacht. Die Frage ist natürlich, ist es aus humanen Gründen so, wurde es abgeschafft oder wurde es abgeschafft, weil es einfach aus Gründen der humanen Ressourcen, sage ich jetzt mal, wenn man sich vorstellt, dass man immer, wenn der König stirbt, gleich alle talentierten jungen Beamten gleich mit tötet, das ist natürlich alles andere als effizient. Ja, also wurde diese Tradition zum Glück wieder abgeschafft. Aber wenn, also ich finde, die Vorstellung ist auf jeden Fall ziemlich grausam und ist vielleicht besser so, dass die Könige der zweiten Dynastie darauf verzichtet haben. Ja, das war jetzt mal ein bisschen längeres Video. Ich werde mal schauen, ob ich jetzt das so weiterführe, dass ich jeweils die Dynastien durchgehe. Wahrscheinlich wird das bald nicht mehr möglich sein, weil es einfach zu viel zu erzählen gibt. Spätestens, wenn wir dann über die dritte Dynastie reden und über das Pyramidenzeitalter, wo ich mich schon sehr drauf freue. Und an das neue Reich möchte ich noch gar nicht denken. Das wird wahnsinnig kompliziert werden, weil da ist so viel passiert und man weiß so viel und es gibt so viel Interessantes. Aber das nächste Video wird auf jeden Fall, denke ich, den Titel Die zweite Dynastie tragen. Und ich werde ganz ähnlich vorgehen, wie auch in diesem Video. Ja, ich hoffe, dass euch diese Videoreihe bis hierher Spaß gemacht hat. Ihr könnt natürlich gerne konstruktive Kritik dalassen. Ich bin immer offen für Kritik. Und auch wenn ihr Anmerkungen habt, ich mache natürlich auch Fehler in meinen Videos. Ist ja schon in den letzten Videos auch mal der ein oder andere Fehler passiert. Dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ist auch gut für andere Leute dann, dass die sehen, dass ich da vielleicht mal einen Fehler gemacht habe, damit ich da nichts Falsches erzähle. So, das soll es dann gewesen sein. Ich mache mich wie immer an die Recherche zum nächsten Video.